willkommen zurück bei einer neuen Folge. Er ist sicher angekommen. Ich bin auch noch am Leben, wieder, immer noch, wie auch immer. Wir haben jetzt ein paar interessante Forschungen bestimmt, erstmal beizuschalten. Und es ist tatsächlich wieder eine Forschung. Eben haben wir eine gesetzt, da habe ich vergessen, die Aufnahme zu drücken. Jetzt, da hatten wir die Zellen, jetzt haben wir Winde. Ja, fürs Fahrzeug. Ah, ja, okay. Sehr cool. Dann die nächste Forschung. Oh, das ist Kohle, okay. Ich weiß zwar nicht, was wir unbedingt so sehr jetzt um so Kohle brauchen oder so, aber... Also ein Teil gab es schon, was Kohle braucht, aber das fand ich nicht jetzt sehr interessant. Und es ist wieder eine Forschung. Und es wird... Na? Raumschiff! Geil. Ha, ich war schneller. Ich war schneller. Und es ist wieder Forschung. Kran! Yes! Geil! Das ist doch richtig toll. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, unterwegs zu sein. Okay, ja, das ist jetzt etwas sehr traurig. Und jetzt das Letzte. Bekanntlich ist das Letzte ja auch das Beste manchmal, ne? Aber ich glaube, es ist keine Forschung, es ist irgendwas drin. Doch, es ist eine Forschung, oh mein Gott. Irgendwas Gutes. Bohrkopf. Was? Ein Bohrkopf. Wir können jetzt hier vorne zum Beispiel einen Bohrkopf dran setzen und dann kannst du mit dem Ding bohren. Oder was am Kran? Wir können durch den Berg fahren. Ja, wir können sozusagen uns durch die Höhlen durchdüsen und sowas alles. Und durch den Berg, genau. Müssen wir einfach nur noch geradeaus fahren und dann... Berge sind kein Problem mehr. Das ist ja übel. Oder? Das ist krass. Sollten wir auf jeden Fall mal testen. Übrigens ist hier das Solarding schon wieder abgefallen. Oh. Ja, ich bin ja eben nicht gefahren, ne? Hat damit nichts zu tun, der Boden ist zu hoch. Oh, okay. Ja, dann sitzt es links oder rechts oder irgendwo oder in der Mitte, genau. In der Mitte, da haben wir doch so für sowas. Okay, dann ist das leer. Hast du irgendwie noch was zum Schmelzen? Ja, oder? Kann sein. Weil ja, ich hab nichts, weil ich war ja tot. Ja, ich habe deine Sachen eingesammelt, soweit ich konnte. Ja, das war's auch schon. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal Aluminium wieder, um einiges zu bauen. Das ist doch schon toll. Sonst hast du nichts Interessantes auf dem Rücken? Oh, schade. Okay. Jetzt geht's wieder. Okay. Da, das Riesending, das ist das Raumschiff. Da könnte man nämlich auch zum Mond und sowas düsen. Also, man kann mit dem Shuttle auch anscheinend, aber auf jeden Fall kann man dann auch auf andere Planeten und sowas. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ja, und wenn du... koppeln wir mal eins ab. Das testen wir jetzt mal. Wir bauen jetzt mal einen Kran und sowas. Ich fahre jetzt vorsichtig mal... mich um? Und da geht das so lang. Ja, das andere hier auch. Die dürfen einfach da vorne nicht sein. So, und zwar reagiert der Kran nämlich jetzt darauf auf das Teil und sagt Einsitzer, Dreisitzer, Kran, ein Lager. Alter Schwede. Okay, ein Dreisitzer, Kran. Kran kostet 4 Plätze und ein Lager kostet auch 4 Plätze. Also was... Also mich interessiert jetzt der Kran. Wobei... das Lager mich auch interessiert. Kostet aber 4 Gemisch. Was hast du vor? Solarmodul bauen. Statt dieser kleinen Dinger ein großes. Okay. Wir haben kein Gemisch, glaube ich. Weißt du mal, wo es welches gibt? Aha. Okay. Ich düse mit dem Fahrzeug da mal hin, wo ich meine, dass es was gibt.
Das ist falsch. Hier ist es nicht. Ich meine, meins war hier hinten irgendwo. Ich war auf so einem Berg, ich glaube, das war jetzt. Oh, ich glaube, ich hab. Nee, doch. Hier irgendwo war es. In der Nähe von den Teilen. War nicht meins hier irgendwo? Ich hätte doch irgendwo mal was gesehen gehabt. Okay, gut. Ganz gut. Hätte ich so eine kleine Knüppel, die halten einen ganzen Truck auf, wie er ja ist. Ist klar. Bei den Steinen kann ich das ja verstehen, dass der ordentlich anfängt zu wackeln und so, aber. Nee. Ich kann nicht mehr fahren, obwohl ich noch Energie habe. Das ist ja geil. Steckst du fest? Nee, ist eigentlich gar nichts, ist da. Na gut, ich habe auch das Gemisch gefunden. So. Oh, das ist ein großes Gemischlager hier. Das ist gut. Jetzt bei meinem? Nö. Auf dem Berg drauf? Nö. Ich bin einfach blindlings irgendwo hingefahren. Okay. So. Gemisch, Gemisch, Gemisch. Sogar nicht kann weg. Bist du jetzt bei mir? Ja. Ohne dein Fahrzeug und so? Ja, ich hab's wieder abgestellt. Das ist durch die Gegend fliegen, ist mir doch zu nervig. Okay. Verdammt, Sturm. Das gibt's doch nicht. Ich bin in keinem Spiel so oft gestorben wie hier schon. Es ist. Oh Mann. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist doch. Das ist doch doof. Oh toll, jetzt kommt der Sturm auf mich zu, oder wie? Glaube ich ab. Na gut. Okay, jetzt muss ich erstmal zu wem wieder zurücklaufen. Oh. Also das lief nicht so, wie ich das gern hätte. Hallo. Moin. Ich suche mal meine Gemischquelle da wieder. Guck, ob ich die nochmal finde. Jo, mach das. Das lief so gar nicht so, wie ich das gerne hätte. So ganz und gar nicht. Das ist jetzt echt. Ah, Manu. Okay, da ist meine Leiche. Also, meine Überbleibsel, sagen wir so.
Okay, ich bin wieder auf dem Rückweg. Wow. Also mit einem bin ich auf jeden Fall viel schneller unterwegs. So habe ich zumindest das Gefühl. Ja, so. Leveln echt gut. Ich bin nämlich echt nicht mehr wieder in welche Richtung es ging. Ja, das ist echt schwierig. Ja gut, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Gemisch. So, was hatten wir eigentlich vor mit dem Gemisch? Achso, ein Solarteil wolltest du noch vor, ne? Ja, ich denke, das macht Sinn. Statt der vielen kleinen ein anständiges ist, glaube ich, besser. Also ich würde die kleinen jetzt deswegen nicht wegschmeißen, aber. Ja. Das große Ding kann ja dir erstmal unterstützen, da hast du schon recht. Ja. Ich habe das gerade eben gesehen, als ich das vom LKW da drauf gepackt habe. Ja. Und wie viel schneller das doch dann geht. Wir können auch noch eine Windturbine noch zusätzlich hinbauen, falls abends das dann windig wird. Wenn du an sowas Interesse hast. Ich denke, mit einer Batterie und dem guten Solarmodul sind wir besser dran. Na, eine Baumwart. Wir haben genug hier Verbindungen, wo wir alles hinproppen können. Ja. Oh, dreht sich auch direkt. Na, sind wir nicht ganz auf die Sonne angewiesen, ne? Ganz genau. Das ist wirklich sehr gut. So, und das ist der Bohrkopf. Zwei Kupfer. Gucken wir doch mal, ob wir Kupfer haben. Ich habe nämlich, glaube ich, vorhin alles weggetauscht. Das war jetzt auch sehr intelligent von mir. Jetzt haben wir anscheinend wirklich kein Kupfer. Scheiße. Ich meine, oh, das ist aber doof jetzt. Weil Scheiße sagt man nicht, Leute. Das ist... Ja. Das lief irgendwie jetzt nicht so gut. Und für das Raumschiff brauchen wir auch vier Kupfer. Oh, du Heiland. Und wofür brauchen wir das ganze Titan und so? Ah. Ist echt alles weg. Ich habe alles weggetauscht. Ich dachte eigentlich, wir haben noch genug, aber dann hatten wir wohl doch nicht genug. Ups. Ja. Dann heißt es erstmal wieder zurück in die Höhle. Yay. Für die Batterien brauchen wir sowieso Lithium. Für den Generator brauchen wir Kupfer. Für das Habitat dann Gemisch. Können wir ja schon mal bauen. Okay, ja, dann werden wir gleich erstmal wieder in die Höhle, denke ich, gehen, um Kupfer zu ernten. Aber ich überlege, ohne Fahrzeuge zu gehen. Okay. Weil das letzte Mal, das war echt fast schon Horror, war das fast schon. Und einmal Verbindungsstücke da. Windenergie. Sonne ist zurzeit nix, nada niente. So wie es aussieht. Doch, ein bisschen schon. Aber Windturbine, die dreht sich wie verrückt. So wie das aussieht. Die Batterie wird schon aufgeladen. Richtig toll. So, gucken wir mal, ob es hier irgendwas Neues gibt. Den Drucker haben wir.
Treibstoffgenerator, Forschungskammer-Schmelzer haben wir, Fahrzeug, Plattform, Dingens haben wir alles, okay. Ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt noch was Neues gibt oder so. Ich glaube, das ist alles, was so. Oh, das macht aber ordentlich Geräusch, du. Okay, ich denke, das war's erstmal. Dann würde ich direkt sagen, wir machen jetzt erstmal wieder Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.